Good evening, 47. Your destination is the Paris Fashion Show by Sanguin, one of Europe's leading couture brands. Your targets are Sanguin owner Viktor Novikov, a former oligarch turned fashion mogul, and his partner Dalia Margolis, a retired supermodel, an iconic power couple on the global fashion scene, and two of the most dangerous people in the world. Novikov and Margolis are in fact the ringleaders of Iago, an enigmatic spy ring that deals in the global elite's most valuable secrets. Unscrupulous and opportunistic, Iago has caused disastrous security leaks all over the globe. When Crimean separatists caused a deadly meltdown at the Odessa nuclear power plant, Iago gave them access to the plant security network. And when the Delgado drug cartel shot down the plane of President Hernandez and his family, Iago provided the classified flight plans. Now Novikov and Margolis have obtained a knock list of British undercover agents, which they plan to sell at a secret Iago auction during the Sanguin show. So our client, MI6, need us to stop the ringleaders before the knock list ends up in the wrong hands. The Sanguin show will be swarming with security, and Viktor Novikov will be the focus of everyone's attention. But despite his posturing, he is merely the money man. The real target is Dalia Margolis, beautiful and brilliant. She is a master manipulator and the true brains behind Iago. Two targets, a highly public event. At first glance, an impossible task. Then again, I do know how you love a challenge. I will leave you to prepare. Welcome to Paris, 47. The show is just about to start. This is the red carpet event of the season, and the guest list is a veritable who's who of the global fashion elite. You will find Viktor Novikov basking in the spotlight, while Dalia Margolis hosts the heavily guarded auction on the second floor for a group of Iago's top customers. Now, event security will keep a watchful eye on any suspicious activity, but I trust your timeless look shall fit right in. Good luck, 47. Danke und damit hallo und herzlich willkommen zu Hitman. Heute unsere erste richtige Mission. Das Problem ist nur, ich habe immer noch keine Softboxen. Und ja, das ist halt das Problem. Und vor allem, jetzt ist es auch nicht hell draußen. Das heißt, ich kann auch nicht das Tageslicht benutzen. Das ist relativ belastend. Naja. Die nächste Folge wird genauso sein, denn ich nehme heute beide auf. Ihr habt es gesehen im Prolog. Oder wie man dem auch mal sagt. Wir müssen dort rein und dieses Ehepaar scheinbar töten. Bin mal gespannt, wie das abläuft. Alter, sind das viele Leute, ey. Da können wir, glaube ich, relativ gut untertauchen. Alter, sieht das krass aus. Aber ich weiß halt auch nicht, wo ich überall hin darf und wo nicht. Okay, und hier sind schon mal die Models jetzt im Schminken. Wie ist das denn? Was war das für ein Sound? Okay, wie kommen wir da rein, ist die Frage. Müssen wir uns hier hinten durchschleichen? Den Typ dort dann ausnocken? Das könnte funktionieren. Aber es ist risky. Uiui. Okay, warte, wir müssen jetzt Gas geben. Wir haben den jetzt gedingselt. Und jetzt komm. B. Oh mein Gott. Das hätte auch in die Hose gehen können. Ohne Schere. Ich scheiße, warte, jemand. Er hat mich scheinbar bemerkt. Oh lol, hallo. Mann, verfolgt er mich jetzt? Kommt der hier raus? Als ob. Geht er jetzt auch wieder zurück, Alter? Wieso geht er jetzt nicht nach Hause? Also, zurück zur Arbeit. Okay, hab mich gerade zusammengeschissen, oder was? Okay, wir gehen wieder rein. Wir können ja jetzt ist es schon mal... Okay, es war sehr risky, den Typen zu... wie soll ich sagen? Das geht nicht mal, aber es hat funktioniert. Alter, hier ist ein Plan. Oh, ne Münze. Let's go. Die gehört mir. Die ist da drin. Oh lol, ich muss hier rein. Wo ist die? Ist die oben? Darf ich oben hin? Ah, okay. Oh, hier dürfte ich nicht sein.
Alles wieder gut. Wo läuft der Typ eigentlich die ganze Zeit rum? Ah, hier drüben ist er. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Wir müssen ihn ja eigentlich irgendwann alleine erwischen. Geh. Wir nehmen den. Oh, scheiße. Nehmen den. Scheiße. Okay, wir könnten eventuell gleich Probleme bekommen. Warum nur eventuell? Alter, hier ist ja eine Pistole. Warte, wir sind ja jetzt quasi der Leibwäsche, deswegen nehmen wir jetzt einfach den Hammer. Oh, scheiße, war das jetzt dumm. Die jagen mich jetzt. Aber die wissen doch gar nicht, dass ich das war. Oh Gott, ja. Scheiße. Aua, das war's komplett. Warte mal. Soll ich nochmal? Oh, versuchen wir es einfach nochmal. Okay, ich würde aber sagen, wir machen es nochmal gleich, aber das Problem war, ja, jetzt ist ja auch noch kein Security Guard. Noch nicht. Also jetzt haben wir hier wieder den Security Guard. Aber vielleicht können wir ihn dann, wenn wir hier zumachen, hier öffnen, dann könnte es klappen. Oh, scheiße, er hat mich gesehen. Scheiße. Und wir verstecken uns jetzt einfach in der Chest. Let's go. Das ist nur die Frage, wie schnell bemerken sie es, dass ich es. Ich warte jetzt einfach ein bisschen. Hey, Leute, da unten steht jetzt kompromittiert. Ich weiß jetzt nicht, was das bedeutet. Können wir jetzt wieder raus? Ich warte noch mal kurz. Die Leute, gerade kann uns, glaube ich, niemand sehen. Wir gehen mal raus. Hier unten sind Keller, Alter. Wir müssen jetzt einfach irgendwo ein Versteck finden. Und zwar schnell. Wir sollten uns als Security verkleiden. Oh. Dick. Okay, erstmal kurz verkleiden. Und jetzt müssen wir den halt verstecken. Aber wo? Das ist jetzt die große Frage. Das Ding ist halt, ich weiß einen Ort, wo er sicher nicht gefunden wird. Und zwar da hinten, aber. Oh, da stehen halt zwei. Das könnte ja ein bisschen kritisch werden, aber wir lassen die, glaube ich, einfach hier. Hier war ja auch eine Kiste unten dazu. Eine unnötige Zeitverschwendung. Mann, Feuerlöscher, unser guter alter Freund. Ne, wir lassen den, glaube ich, mal. Aber erkennen die mich jetzt wieder? Ich glaube nicht, oder? Ja, weil jetzt ist auch kein roter Text mehr unten. Küche darf ich eigentlich sein, weil ich bin ja auch gleich das Outfit. Okay, ich habe leider auch kein Gift. Wie kommen wir jetzt ins zweite Stockwerk? Das ist die nächste Herausforderung. Relativ kritisch, was ist eigentlich hier drin? Oh. Das war ja einfach. Weil ich glaube, sie ist oben, die Zielperson. Zack. Wir haben jetzt den nicht versteckt, also es könnte gleich. Oh Gott. Hallo. Problem geben. Das Praktische ist, mit Crew kommen wir eigentlich überall hin. Das ist relativ nice. Aber ich weiß halt jetzt nicht, wo ist denn diese eine Dame? Leute, ich habe gerade eine Idee. Ich könnte versuchen, den einen mit einem Hammer abzuschmeißen und den anderen dann direkt umzutackeln, aber für das müssen wir hier zuerst kurz die Tür zumachen. Und ich weiß nicht, ob die dann skeptisch sind. Aber ich meine, können sie mal versuchen. Warte, wir speichern hier vielleicht kurz. So, das Spiel ist jetzt gespeichert. Versuchen wir das einfach mal. Und jetzt so. Ja. Okay, wir müssen uns unbedingt verstecken. Bitte, hier hinten hat es eine Kiste. Ja. Schnell rund. Oh. Scheiße, war das knapp. Okay, Leute, wir versuchen es nochmal. Ich hoffe, diesmal wird es besser klappen.
Es ist halt wirklich sehr, sehr schwierig, sich hier durchzuschlängeln. Oh shit, Alter. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich hab. Oh Gott. Yeah, holy shit. Ah, jetzt bin ich im Arsch. Was mache ich jetzt? Ja, toll, das war's immer komplett. Okay, vielleicht war es doch nicht die beste Idee, weil ich nicht wusste, dass hier um. Ich wusste halt nicht, dass drum auch noch Leute ja, stehen. Ja, Leute, ich irre jetzt hier schon die ganze Zeit rum, aber ich weiß nicht, wen ich überrumpeln sollte. Weil es sind hier alle immer so zu zweit oder so. Also irgendwie einfach richtig gut über. Ist einfach eine Leiche. Alles klar. Und Mann, ich habe gerade eine Idee. Scheiße, nein. Können wir überwinden? Überwinde es doch. Oh, das. Oh, das ist schlau. Aber wir bleiben jetzt hier einfach hängen, oder? Das Problem ist, wir müssen uns jetzt wieder verkleiden. Eigentlich hätten wir den einfach dort liegen lassen sollen. Lol. Ja, nee, Leute, ich würde sagen, so verabschiede ich mich. Wir gucken in der nächsten Folge nochmal weiter, denn diese Aufnahme geht über eine Stunde. Und ich habe, es ist wahrscheinlich ein sehr kurzes Video, aber ich habe einfach so lange gesucht und einfach nichts zustande gebracht. Tut mir leid, aber ja, ist halt belastend. Das war's mit dieser Folge Hitman. Nächstes Mal werden wir bestimmt hier weitermachen. Ich meine, ich habe gespeichert und so. Ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Thank you.